In diesem Video soll es um die Berechnung der Bell'schen Ungleichung gehen, zumindest in Form der CHSH-Ungleichung. Sie ist eine Abwandlung der Bell'schen Ungleichung und sogar noch einfacher zugänglich als die Bell'sche Ungleichung selbst. In vielen anderen Videos erkennt man schon, wie spannend die Interpretationen dieser Ungleichung tatsächlich sind und wie umfangreich diese auch sind. Und deshalb gibt es wahrscheinlich auch so viele Videos dazu. Was ich aber selten gefunden habe, ist tatsächlich die Berechnung der Bell'schen Ungleichung oder gar der CHSH-Ungleichung und noch seltener tatsächlich in sehr gut aufbereiteten, sehr einfach nachvollziehbaren Formulierungen. Deshalb möchte ich hier die Bell'sche Ungleichung in Form der CHSH-Ungleichung einmal rechnerisch vorstellen. Natürlich berühren wir hier und da auch die Interpretation, das ist gar nicht zu vermeiden, und auch die Experimente dazu oder das Experiment dazu, aber es soll primär um die Berechnung gehen. Und für die Berechnung, es könnte gar nicht einfacher sein, brauchen wir eigentlich nur eine Prämisse. Wir haben zwar 1 und 1b hier stehen, aber b folgt, genau genommen, eigentlich nur aus Prämisse 1. Prämisse 1 lautet, es gibt eine verborgene Variable, einen verborgenen Mechanismus, den wir nicht unbedingt ganz genau kennen, aber wir unterstellen ihn einmal, welche die Teilcheneigenschaften vor der Messung determiniert. Diese verborgene Variable also ist jetzt der Rechnung zugrunde liegend. Wir sagen nicht, es ist definitiv eine da, sondern wir sagen, wir nehmen jetzt mal an, es gibt einen verborgenen Mechanismus, der die Werte des Teilchens, die bei der Messung eben nur noch gemessen werden, nur noch offengelegt werden, vollständig determiniert. Also irgendeinen Mechanismus, den wir nicht kennen brauchen. Und was wir durch die Messung machen, ist eben nur noch offenlegen, was bereits die ganze Zeit in der Natur war. Das ist ja auch völlig intuitiv, ja? Und deswegen ist das ja auch so spannend, dass wir letzten Endes feststellen, die Bell'sche Ungleichung hat eigentlich Unrecht. Und das können wir erstmal so stehen lassen und wir können weitergehen zu 1b, zu Prämisse 1b. Das ist eigentlich keine weitere Prämisse. Daraus resultiert eine Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion dieser Werte. Diese Werte können wir Q, R, S und T nennen. Wem das Experiment bekannt ist, der weiß bereits, dass es zwei Messapparate gibt, zwei an verschiedenen Orten. Und dort werden dann Q und R gemessen, an dem einen Messapparat oder an der einen Apparatur, und S und T an der anderen. Okay, was haben wir jetzt also sozusagen bis hierhin festgestellt, bevor wir jetzt in die Rechnung eintauchen? Es gibt einen Mechanismus, so unterstellen wir, der die Werte alle festlegt. Ja? Die zwei Teilchen, die vorher zusammen sind, die vorher ein Gesamtsystem bilden, werden ja nur noch getrennt zu den beiden Messapparaturen geschickt, dort gemessen, jeweils Q, R, S oder T, beziehungsweise QS, QT, RS oder RT. Und naja, was man da misst, ist auf dem Weg, hat sich auf dem Weg dahin jetzt nicht verändert. Ja? Also das Teilchen stand, die Teilcheneigenschaften standen fest, sie wurden losgesendet und dann vor Ort wurde nur noch festgestellt, welche Werte, also genau genommen welche Spinrichtungen in diesen Dimensionen die Teilchen jeweils haben. Q ist dabei die Spinrichtung, so könnte man festlegen, in Y-Richtung. R ist senkrecht dazu stehen, das heißt, wir sagen, okay, das ist dann die X-Richtung, und S und T stehen jeweils zueinander auch senkrecht, aber in einem kleinen Winkel zu Q und R, genau genommen im 45-Grad-Winkel zu den jeweiligen Größen. Und dort werden dann also die Spin-Werte gemessen. P kann dementsprechend Plus oder Minus sein, beziehungsweise Spin-Up oder Spin-Down, und deshalb können wir für die Realisierungen, jetzt werden wir schon ein bisschen mathematisch, von Q sowie R, S und T plus oder minus 1 nehmen. Ja, das sind die Realisierungen für Spin-Up oder Spin-Down. Okay, wir haben also hier diskrete Zufallsvariable. Warum diskret? Naja, wir haben nur noch die Werte Spin-Up oder Spin-Down oder in dem Fall jetzt hier bei uns die Realisierung plus oder minus 1, so haben wir sie gewählt. Deshalb diskret. Und warum zufällig? Naja, wie im Stern-Gerlach-Versuch schon bekannt geworden ist, ist ja sozusagen der Grundversuch zum Verständnis dieses Problems oder dieses Zusammenhanges hier. Da haben wir erkannt, dass die Spin-Werte eben zufällig ihre, naja,
Richtung zeigen. Wir kennen den Mechanismus dahinter nicht. Oder vielleicht gibt es ja auch gar keinen. Aber sozusagen im Zusammenhang der Bell'schen Ungleichung oder der CHSer-Ungleichung müsste man sagen, wir kennen den Mechanismus noch nicht. Ne? Wir können das nicht vorhersehen. Alles klar. Wir wollen jetzt aber einen Erwartungswert berechnen, weil das eben in der Bell'schen Ungleichung passiert, beziehungsweise auch in der CHSer-Ungleichung. Und wir befinden uns jetzt viele Jahre später natürlich in der privilegierten Situation, wo wir sagen können, okay, wir kennen schon den Erwartungswert, der den quantenmechanischen Ergebnissen oder Vorhersagen am deutlichsten widerspricht. Und das ist dann genau dieser Erwartungswert. Die Formel an sich sollte klar sein. Es ist nichts anderes als der Erwartungswert von diskreten Zufallsvariablen. Das kann man überall so nachlesen. Das gehört auch eher zu den Grundlagen der Mathematik. Was hier passiert, ist an sich nur, wir haben verschiedene Realisierungen und die werden mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit gewichtet. Dass es diese Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion gibt, haben wir in einer der Prämissen eingebaut. Die verschiedenen Realisierungen sind jetzt beispielsweise QS. Ja? System 1 oder Messapparatur 1 misst Q, während sich Messapparatur 2 für S entscheidet. Dann addieren wir dazu den Erwartungswert von RS, addieren wieder RT und subtrahieren dann den Erwartungswert von QT. Und das ist sozusagen die Bell'sche Ungleichung in Form der CHSer-Ungleichung. Ja, ich habe es jetzt häufig schon gesagt. Und jetzt passiert eigentlich nicht mehr viel, also eigentlich gar nichts mehr. Denn wir können uns überlegen, wo ist diese Formel denn maximal? Wo hat diese Gleichung den maximalen Wert, die obere Grenze sozusagen? Wo kann sie nicht rüber? Dann können wir einmal durchspielen, okay, wir setzen jetzt Plus und Minus 1 für Q ein, für S, RS und so weiter und versuchen, diesen Wert möglichst groß zu kriegen. Wann ist das der Fall? Naja, man könnte jetzt versuchen, okay, ich wähle Q1, S1, dann habe ich hier schon mal eine 1 raus, das ist doch super. Dann habe ich hier ein R, das ist noch nicht bestimmt, da sage ich, okay, das ist auch plus 1. Dann habe ich hier 1, dort 1, S ist nämlich schon bestimmt, R ist 1, okay, sagen wir T ist auch 1, ne? Dann habe ich hier schon 3 insgesamt in dieser Klammer stehen, muss dann aber hier einen abziehen, das heißt, es sind 2. Und wie man es auch dreht und wendet, man könnte jetzt auch sagen, ich mache jetzt hier Minus und Minus und so weiter. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, alle möglichen Kombinationen ausprobieren. Wie man es auch dreht und wendet, es kommt kein Wert höher als 2 raus. Das heißt, das hier können wir zusammenfassen als kleiner gleich 2, was jetzt auch nichts anderes heißt als maximal 2. Kleiner gleich 2. Gut, den Teil der Gleichung haben wir sozusagen nach oben hin beschränkt. Schauen wir uns den Teil der Gleichung an. Jetzt passiert auch wieder etwas total Simples. Also das ist das, wovon ich am Anfang auch sprach. Es ist eigentlich so trivial, wie man es sich nur vorstellen kann. Wenn ich über alle Wahrscheinlichkeiten aufsummiere, dann erhalte ich, wie auch beim einfachsten Würfelbeispiel, 1. Denn wenn ich die 6 Wahrscheinlichkeiten mit je ein Sechstel bei einem Würfel zusammenaddiere, so, über alle Wahrscheinlichkeiten, alle möglichen Wahrscheinlichkeiten aufsummiere, dann erhalte ich 1. Das heißt, der Teil der Gleichung ist 1. Und wenn ich jetzt also hier mir das angucke, ich habe einmal kleiner gleich 2, dann weiß ich, dass die Gesamtgleichung nicht größer werden kann als 2. Also ganz fundamental, man könnte hier das mit Ausrufezeichen versehen sogar, diese Gleichung ist definitiv kleiner gleich 2. Und das ist bereits die komplette Gleichung. Bei der Bell'schen Ungleichung kommt genau das gleiche Ergebnis raus. Also es gibt viele Variationen dieser Gleichung, aber ich finde, die ist super, super simpel. Und naja, jetzt könnte man hier stehen, wenn man noch nie von den Interpretationen gehört hat, denkt man sich, okay, das ist jetzt kleiner gleich 2, ja, Dankeschön, vielen Dank. Wo ist die Spannung, ne? Wo ist das Interesse, warum mache ich das überhaupt, ne? Was soll das? Das Coole ist, wir haben hier eigentlich nur intuitive Annahmen getroffen. Wir sagen einfach, das, was ich an den verschiedenen Messapparaturen messe, das stand schon die ganze Zeit über fest.
Ja, also die Welt da draußen, dieses objektive System, was da nur in die Messapparaturen reinfliegt, hat bereits alle Werte. Ja, sobald ich es losschicke und nicht mehr berühre, nicht mehr damit wechselwirke, es keine Einwirkung mehr erfährt, dann ändert es natürlich die Eigenschaften noch nicht. Wie sollte es auch? Ja? Und dann könnte man sozusagen annehmen, okay, das Teilchen fliegt die ganze Zeit mit Q plus 1, R minus 1 durch die Gegend und wird dann nachher nur noch gemessen. Und je nachdem, was ich messe, kommen halt verschiedene Werte raus. Und das ist sozusagen die ganz klassische Annahme. Die Teilchen haben objektive Eigenschaften, die auch unbeeinflusst sind von der Messung und die miteinander nicht mehr kommunizieren, sobald sie einmal getrennt sind, weil das schon auf Grundlage der speziellen Relativitätstheorie nicht funktionieren kann, zumindest bei den neueren Messaufbauten. Denn dort müsste man mit Überlichtgeschwindigkeit vom einen Teilchen zum anderen Teilchen kommunizieren und das ist einfach unmöglich. Und deshalb nimmt man an oder hat man diesbezüglich hier in diesem Zusammenhang angenommen, okay, die Teilchen haben einfach diese Eigenschaften. Ganz objektiv. Ganz ohne mein Zutun. Und was man dann aber festgestellt hat, ist, dass irgendwas daran falsch sein muss. Denn dieser maximale Wert wird in Messungen, also wenn man jetzt die Natur befragt, Natur, zeig uns doch mal hier, ist es denn tatsächlich so, dass die Erwartungswerte so rauskommen, wie man es vorherbestimmt, unter Berücksichtigung dieser Annahmen? Und dann sagt die Natur uns, nee, wir kriegen sogar höhere Erwartungswerte raus. Ich glaube, das ist 2 mal Wurzel 2 sogar. Also irgendwie 2,8 irgendwas, glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest. Und deshalb muss hier irgendwas dran falsch sein. Man kann recht gut begründet zum Beispiel den Determinismus angreifen. Es gibt auch andere Stellen, wo man kritisieren kann. Die Quantenmechanik ist einfach extrem kontraintuitiv einfach. Genau. Das aber nur zu den Deutungen hier. Es sollte ja auch eigentlich nur um die Rechnung gehen. Und ich hoffe, das war verständlich. Ich denke, diese Schritte sind total simpel. Und sobald man das einmal verstanden hat, diese Prämissen, ist der Rest einfach